Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21 zum BA Pro Mode. Ja, ich hoffe, euch geht's denn gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Sieg gegen Montreal und eine Niederlage gegen die Toronto Maple Leafs am letzten Spieltag versuchen wir heute gegen Florida wieder Punkte gut zu machen. Mal schauen mal, ob uns das gelingen wird. Wir spielen auswärts. Wir haben die kompletten Vorteile auf unserer Seite. Dafür haben Florida gar keine Vorteile. Aber das sollte ja nichts heißen. Das sollte ja nichts heißen. 56. Spieltag von, ich glaube, über 80. Ich glaube, 84 waren es, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Jawohl! Der Landeskopf macht das Tor. Achtundzwanzig Tore in dieser Season. Hervorragend. Los Angeles Gold. Scored by number 92, Gabriel Landeskog. Assisted by number 19, Dougie Hamilton. And by number 8, Drew Doughty. Time of the goal, 2 minutes, 43 seconds. Ausgleich von Florida. Und somit Ende vom ersten Einsatz auf dem Eis. Aber 2-2-1 haben wir schon wieder rausgeholt. Bis zur Minute 6-12. Ein Assist haben wir schon mal. Ein Assist haben wir schon einmal. Geht gut. Los Angeles Gold, scored by number 11, Anze Kopitar, assisted by number 92, Gabriel Landeskog, and by number 22, time of the goal, 16 minutes, 12 seconds. Ah! Das ist unser Puck. One minute left in the first period. So. 3-1 nach der ersten Drittelpause, wunderbar, funktioniert ja hervorragend. Ich probiere trotzdem jetzt wieder Tor.
früher schießen sollen. Spiel, was machst du denn? Die Tore, da sind wir wenigstens auf Platz aus. Ah, man kann das ja nach vorne simulieren, gell? Geht schon, geht schon. Hätte ja gesagt können, dass ich noch ein Tor schieße, bevor ich ausziehen muss auf die Bank. Weil die Punkte bin ich auf dem dritten Platz. Und dann geht es in die letzte Drittelpause und ins letzte entscheidende und gefährliche Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Ah, ich hab's gerade gedacht, jetzt das zweite Season, dann da auch nochmal gewinnen bei Los Angeles. Was mich halt ein bisschen stört da bei Los Angeles ist, dass ich meine Nummer 19 nicht habe. So, 15 auf der Uhr. Gegen die New Jersey Devils müssen wir als nächstes ran. Okay.
4,38. Ah, jetzt habe ich die Tabelle weggedruckt. Gut, ich hab einen Assist dazu gekriegt. Aber es schaut sich aus, wenn wir dann 4 zum Haus jetzt gingen. Ja, 4 zum Haus gingen wir. Sprich, nur Mark halten. Mir war lieber persönlich lieber gewesen, wir hätten es so geschafft. Unser Ansi, ein Tor, ein Assist. Unser Goalie ist der zweite Star. Der Landeskorb. Da ist das. Drei Tore, ich glaube zwei Assists waren es jetzt. Hat. Oder waren es auch drei? Ist halt nicht so dramatisch. Let's check in on some of the final scores across the league tonight. The Kings were looking to steal two against the Panthers. Los Angeles too much to handle on this night, and they pick up the win. The Rangers faced off with the Islanders. The New York Rangers tightened it up late when they needed to most, and they pick up the 2 points. The Sharks had their hands full with the Penguins. San Jose took this one on the strength of a great effort and goal for the shutout win. Hey, we gotta pay a couple of bills here, but we got a lot more action we gotta get to. Stay with us. Oh, hey, no shortage of action and drama on the ice tonight. Let's take a look at what happened elsewhere. The Blue Jackets took to the ice for a collision with the Flyers. Philadelphia peppers the opposition with a strong offensive performance for the win. Hey, we gotta take a quick pause for the cause, but we got a lot more on the other side. Don't even think about leaving us. So, 228.000 haben wir auf der Seite. 740. Startzentrale schauen wir schnell rein. 77 Punkte Vorsprung, also 10 Vorsprungs gegenüber von Vancouver Canucks in der Division. Und in der ganzen Liga haben wir 5 Punkte Vorsprung gegenüber von den Toronto Maple Leafs. Dann sie. Auch kein mehr Mann nach da. Aber ich habe nur auf dem Platz 1. Auf geht's. Wir erwarten die Devils.
Bis auf die Tore haben wir alle Vorteile. So. 57. Spieltag, Heimspiel. So, 13:43 und darf man wieder aufs Eis. 13:39, okay. Da haben wir die Nummer 86. Na, endlich seit langem mal wieder ein Tor. Tore in dieser Season. So, eins zu null, erstes Drittel. Jetzt kommt schon los. Muss nur zwei Tore her. Gut.
Tore bleibe ich auf Platz 1. Oh, dies war. Hätte die nicht abgefangen, dann war es ein Tor wohl. Erste Drittel vorbei, 1-0 für Los Angeles. Und ich habe Gott sei Dank ein Tor gemacht. Okay, bei den Punkten bleibe ich auf dem dritten Platz. Wir machen ein Tor. So. Jawohl, jawohl. Schaut, jemand nicht, der geht rein. Und zweites Tor am heutigen Abend und 2-0. Ah, jetzt bin ich ganz heiß. Jetzt möchte ich einen Hattrick haben. So. Los Angeles goal scored by number 22, assisted by number 11, Isaiah. Und da haben wir schon das 3-0 vom Landeskorb.
schon mal 11 schießt ein bisschen aufs Tor. Minus sind wir auf dem dritten Platz. So, Assist, da habe ich gar nicht drin. Auf geht's, letztes, entscheidendes und gefährliches Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Wieder nichts mit meinem Hattrick. Was man fast direkt schon wieder hast. Jetzt gehen wir aber aufs Team. Wir werden aber trotzdem das Tor schießen. Da ist er, mein Hattrick. Und das 4:0. So, Versprechen gehalten. Schon mal kaputt geschossen. His third of the game, score
assisted by number 19, Dougie Hamilton. And by number 92, Gabriel Mendisca. Time of the goal, 5 minutes, 3 seconds. Oh, grün. Ah, sogar 100%. 7,48. So, 5 Minuten. Und 4:0 ging man. Hervorragend. An Hedy habe ich auch wieder. Und die ist zu Hause sogar. Und die ist zu Hause. So, der Gabriel, ein Tor, ein Assist. Unser Goalie, und dann müssen wir, ich komme aus Star Nummer 1. Jawohl, Nummer 3 Stars, 4 Tore, ein Assist und wir bleiben Erster in der Liga und Erster in der Division. Well, some fun, some drama, a little bit of everything on the ice tonight. Let's take a look at some of those scores around the league. The Devils were in a dogfight on the road up against the Kings. Los Angeles tallies up the shutout win thanks to a beautiful effort in goal. Well, with this one all in the books, let's catch you caught up on some of the other final scores around the National Hockey League. The Canucks took to the road to match up with the Golden Knights. Vancouver pulled this one out. It went to a shootout, but they get the win. The Wild played on the road against the Flames. Minnesota tramples the opposition with a big offensive night. Don't go anywhere. We've got much more here on the show. Spieltag 58 wäre gegen die Flames. Da simulieren wir uns jetzt nach vorn. Let's take a look at the rest of the action on the ice tonight in the National Hockey League. The Sharks were hoping their offense would show up in a big way against the Hurricanes. San Jose powers this one out with a strong game in their own end. The Caps were hoping to come up with 2 points on the road against the Penguins. Washington takes this one with a strong effort at both ends of the ice. The Canucks took to the ice to lock up with the Ducks. Vancouver posts the win with a strong defensive front when it mattered most. Hey, we have to take a quick pause for the cause, but we got a lot more on the other side. Don't even think about leaving us. Dann 79-72 für die Vancouver Canucks. Also sie bleiben mir auf dem ersten Platz um. 8 Punkte Vorsprung. Und in der ganzen Liga 79-73 auf die Boston Bruins. Die Toronto Maple Leafs fallen auf den dritten Platz zurück. Hervorragend, hervorragend.
Das war's schon wieder, meine lieben Sportsfreunde, für diesen sportlichen Tag. Ich hoffe, Erding hat euch gefallen zum Zuschauen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren. Die Glocken aktivieren. So, dass wenn es hier mit einem HP aus der NHL weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust. Vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel. Bin ich, mir tue draußen doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.